umkippen ist. Hat... Ich darf mal ganz kurz eine Aufnahme. Also das lassen wir natürlich hier nicht. Das lassen wir nicht so kurz. Wunderschön. Das lassen wir nicht auf uns sitzen hier. Das sind die Überreste unseres Flaggschiffs Caroletta. Wir hatten einen Serverabsturz und haben den Server neu geladen und waren offenbar bei dem Speicherpunkt, der geladen wurde, gerade im Anflug auf den Mars. Das Problem ist, wir spawnten nicht auf dem Schiff, sondern irgendwo bei der nächsten Matchstation. Die war nicht das Schiff. Waren also nicht dabei. Eine vorhanden war. Und das Ding stürzte dann unkontrolliert ab. Und das hier ist das alles, was übrig bleibt. Nicht zu vergessen, die flimmernden Sachen, die ihr hier seht, sind nicht mehr das Schiff, das ist nur das Hologramm. Das heißt, eigentlich ist nur noch das hier intakt. Vielleicht nicht mehr, weil es rutscht immer schneller. Mittelteil halt, ja. Es rutscht gerade. Wir gucken uns gerade, also wer sich jetzt fragt, was ich hier mache, wir haben mal ausnahmsweise mal, normalerweise bin ich da immer dagegen, aber ausnahmsweise haben wir mal das Admin-Tool angeschaltet, um zu gucken, wo das Schiff ist. Und ich glaube... Das verabschiedet sich gleich komplett. Das geht jetzt gleich über den Hang rüber. Wobei, jetzt hat es angehalten, oder? Nur kurz, es rutscht wieder. Dreht sich. Ach, das wird nicht anhalten. Unser schönes Schiff. Aber es ist nicht aufgrund unserer Unfähigkeit. Ach, ich sehe jetzt gerade erst, dass es auf dem Rücken liegt. Es ist nicht aufgrund unserer Unfähigkeit zerstört worden. Übrigens, meine Theorie. Warum wir im Schiff nicht gespawnt sind, bis wir wieder auf dem Server uns connected haben, ist es abgestürzt gewesen schon. Ja, vermutlich. Also, wir müssen gerade eine richtig blöde Speicherposition gehabt haben. Was sagt die Krankenstation? Jetzt geht's abwärts. Obwohl, die Krankenstation ist noch da und geht auch noch. Ja, warum sind wir dann da nicht gespawnt? Die muss ja relativ schnell. Kein Strom. Ja. Vielleicht weil das Schiff in Bewegung war, deswegen. Also. Es rutscht. Ja, und gleich wird es etwas stärker rutschen. Also ich bin ja da Purist. Ich würde sagen, das ist so eine. Wenn es durch eigene Blödheit zerstört gewesen wäre, würde ich sagen, ist das in Ordnung, dass es kaputt ist. Jetzt ist es aber nicht durch eigene Blödheit zerstört worden, sondern der Server hat einen Restart gemacht. Jetzt fährt es bei mir auch los. Jetzt geht's runter. Und tschüssi. Das war ein Projekt damit. Die Dings sind explodiert. Die. Fangs. Ja, und die Dings halt auch. Und tschüss. Nein! Da gab's nochmal eine schöne Explosion. Schade, Schokolade. Soll ich jetzt da hinfliegen oder? Nee, ich glaube, das kannst du dir sparen. Da ist nichts mehr zu wollen. Also, jetzt ist die Frage, wollen wir es mit Adminrechten, wollen wir es wieder ranholen? Ja, würde ich sagen. Also, da es nicht unsere Schuld war, würde ich sagen, wäre das in Ordnung, oder? Was sagen die anderen? Ja, auf alle Fälle. Jetzt verabschiedet sie es gerade komplett. Ich bin ja, wie gesagt, ich bin eigentlich dafür, dass wir und... Man hat nicht noch mal rumgegangen. Ich bin ja eigentlich dafür, dass man sowas nicht benutzt, aber wenn es nur partout nicht unsere Schuld war, denke ich mal, können wir das machen. Kann man das Schiff mit dem Blueprint spawnen an unserer Heimatbasis? Ja, muss man gerade. Nicht direkt, aber über das Admin vielleicht wahrscheinlich. Doch, muss Kreativmodus einschalten. Ja, ja. Und dann kannst du das Ding direkt spawnen. Wie komme ich denn eigentlich wieder zurück aus diesem komischen Admin? F6. Okay. So, wir befinden uns hier gerade. Wir wollten nämlich gerade hier, wir hatten gedacht, das Schiff existiert noch und deswegen wollten wir mit der Enterprise vom Sinus wollten wir hinfliegen und es holen gehen. Aber ich habe geschummelt. Ich gebe es zu. Was hast du geschummelt? Ja, ich hab's Admin geöffnet und nachgeguckt, was mit dem Schiff ist. Ja. Gut, aber das hat mich so jetzt hierher geführt. Es war ja, wie gesagt, nicht unsere Schuld. Der Server hat sich einfach mal neu gestartet und das ist natürlich. Aber selbst wenn wir in dem Schiff wieder gespawnt wären, wären wir wahrscheinlich zu spät gespawnt, oder? Wahrscheinlich, ja. Was für ein merkwürdiger Ausflug. Ist das jetzt das Aktuellste oder sind da noch Sachen
aktuellste. Das ist fast das aktuellste. Ja, da fehlen jetzt wieder ein paar Sachen. Scheiße. Was fehlt denn da? Ja, alleine hier vorne die zum Ein- und Aussteigen. Hatten wir ja da was angebracht. Naja, aber gut, das ist jetzt ja, nicht so wild. Kleinigkeiten. Also du, der Blueprint war ja schon recht aktuell. Der letzte, ja, den du gemacht hast. So, also wie gesagt, Hand aufs Herz, wir schummeln eigentlich nicht, aber hier, da durften wir mal. Ja. So eine Frechheit. Nee. Aber dann. Ich meine, das ist ja auch mal eine gute Sache. Ich fliege jetzt mal mit meinem Schiffchen rauf zu Balmung. Will jemand mit? Ups. Ja, ich würde gerne hoch. Dann musst du dir... bau dir doch schnell noch einen Sitz ein. Ja, okay. Flixt. Will noch jemand mit nach oben? Ich bin irgendwo gespawnt. Und wo? Bei mir oben? Auf dem Asteroiden? Oder wo Kupi bist du? Ist direkt in meiner Nähe, also. Dann bist du. Dann eher hier unten. Dann bist du auf dem Flaggschiff. Community-Schiff. Ja! Community-Schiff Nummer 2. Ja. Genau. Caroletta. Oder tun wir so, als ob nichts passiert wäre. Nein, das ist schon Caroletta. Das ist ja nichts passiert. Wie gesagt, das ist eine höhere Intervention. Auch nichts passiert. Gut. Ja, momentan startet es nur leider nicht, weil irgendwie am Boden festgepackt ist. Ich würde mal sagen, nee, keine Ahnung warum. Und von Hand die Dinge ausschalten, würde ich sagen, oder? Die Hilfe umwandeln. Hast du zu tief gesetzt, das Teil? Nehme ich stark an. Aber ja, sonst nochmal weglöschen. Upsala. Baust du dir dann Sitz ein, Balmung? Ja, das steht, glaube ich, ein bisschen zu tief. Die Landefüße sind übrigens auch eingeschaltet. Ja. Jetzt muss ich bloß kurz warten, weil ich muss gucken, wie viel hier wieder hochkomme. Ich habe übrigens ein neues Projekt. Also, kann ich so gehen, ja. Falls irgendjemand hatte die Idee, hier eine Rennstrecke auf der Eisbahn zu bauen. Wer war das? Kopie. Ich. Wollen wir das eigentlich durchziehen? Für Radfahrzeuge eine Rennstrecke hier aufzubauen auf der Eisfläche? Ich fand die Idee nicht schlecht. Dann würde ich mal sagen, wollen wir das als nächstes Projekt angehen, als mittelfristiges Projekt? Jo, außer, das kann man gut nebenher machen. Außer, dass wir unser Schiff wieder in Gang bringen müssen. Und was war noch der Plan? Dass jeder nachher gucken muss, also ein passendes Schiffchen zu bauen, sozusagen. Du meinst ein Bodenfahrzeug? Rennfahrzeug, genau, ja. Ja, also jeder von euch, da machen wir auch so ein Community-Abend draus. Also jeder von euch irgendwie auf kurze... Wollen wir es auf kleine Fahrzeuge beschränken? Also auf kleine, keine großen? Würde ich sagen, ja. Okay, also kleine Fahrzeuge, aber die Rennstrecke bauen wir dann logischerweise aus großen. Ja. Ja, machen wir das so. Und gibt irgendwelche. Also außer. Ach so, das muss mit Radantrieb fahren. Also kein Düsenantrieb. Ja. So. Keine Gravitationsblöcke einbauen, also keine Schwerkraftblöcke. Genau. Weil dadurch wird man sich am Boden gedrückt. Ja. Und solche Gespielchen. Die gehen hier, glaube ich, sowieso nicht. Die gehen nur bei künstlicher Gravität. Hast du einen eingebaut, Balmung? Nö. Aber ich meine, ich hätte es früher mal ausprobiert. Nein, ich meine einen Sitz. Ich bin gerade am Material raus. Also. Na schon. Das ist ein großes Schiff, oder? Ja, das ein ist kleines groß. Fahrzeug hat so Blöcke drin. Aber es macht keinen Unterschied um Planeten. So, den müsste ich mir jetzt bauen können. Das ist aber eine irre Idee. Kann man ein Looping einbauen? Müsste man ausprobieren, obwohl so richtig. Das Problem ist, du kannst nicht richtig rund bauen, das ist. Deswegen. Ja, das ist nur so eine Idee. Relativ rund, ne? Geht trotzdem. Oh, ja. Man kann ja andere witzige Dinge jetzt machen. Jetzt ist die Frage: gibt es Zentrifugalkraft in dem Spiel? Das würde mich halt. Ich glaube nicht. Das heißt also, wird ein Looping wahrscheinlich nicht funktionieren.
Du müsstest... Ja, würde theoretisch funktionieren, wenn du zwar jetzt nicht als Antrieb, aber um dich nach unten zu pressen, Triebwerke anbaust. Ja. Dass du dich sozusagen an den Boden aber das wäre dann wieder dann gegen könntest die... du im Looping fahren, ja. Ja, okay. Also lass mal den Looping weg, schade. Aber Sprungschanzen! 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 Ja. Ich muss mal kurz noch in die Krankenstation. Ja, geh mal auf die Krankenstation. Hast du den Sitz fertig? Ja, ich muss erstmal zu deinem Schiff hinkommen, weil ich hatte kein Isogen mehr. Wir reden jetzt von dem blauen, ne? Nicht von dem roten da hinten. Ja. Wo ist denn der Eingang? Vorne. Vorne hinten? An der Nase. Na da. Vorsicht, da ist Atmosphäre drin. Ja, wobei. Egal. So. Wie kann man denn ganz zum Ding löschen? Steuerung X. Also drauf gucken, Steuerung X. Jetzt schalt doch um. Ach, hier blöd. Dann wird es auch automatisch in die Zwischenablage gespeichert. Dann kannst du mit Steuerung V kannst es dann wieder spawnen. Brauchst du nicht übers Menü. Du musst es ganz leicht über dem Boden platzieren. Ja, ja, genau. Das hab ich gerade gedacht. Ach, ja, der funktioniert. Hab jetzt doch nicht genug Materialien dabei. Aha. Hat aber wahrscheinlich einen kleinen Block. Nee, ich hab's schon bauen können, also von daher egal. Hinten ja, drin ist auch noch Material, aber ist egal. Schau, das heißt... Hat gerade so gereicht, dass sie drauf sitzen sonst kann. Will keiner mit, dann fliegen wir kurz nach oben. Schwupps. Ach, da ist ein Kraftdrive drin, ja. Mit. Wo ist ein Kraftdrive drin? Bei dir, ich sehe ihn gerade nur an der Decke. Ja. So. Ich würde sagen, auf wie geht's. Huhu. Das ist ein gekauftes Schiff. Das umgebaut. Ist, genau, das ist ein gekauftes Schiff und dann massiv umgebaut. Das ganze Interieur rausgeschmissen, dafür den Jump Drive eingebaut und die ganze Überlebenszeug, also Survival Kit und so weiter. Mhm. Ja, dann habe ich vorne dann habe ich noch Bewaffnung dran gebaut, vorne Bohrer dran gebaut. Mhm. Ja, ich sehe es. Sogar mal mit einem Piston. Hui. Ja, hat geklappt, jetzt sind wir wieder ein Schiff. Meini. Guck mal, wir sind hier auf 5.500 und die Atmosphärentriebwerke funktionieren immer noch. 6.000. Das soll ja noch ein paar Gyros sein, dann dauert ja ewig so ein Drehen. Ja, die Geschwindigkeit sinkt. Aha. Uff, da, ich sehe leider gar nichts. Das ist falsch. Die Asteroiden Base. Weiß gar nicht, siehst du die Mining-Plattform auch? Was sehe ich? Wie viele Antennen siehst du vor dir? Ich sehe da Aufzug Asteroid, das ist die Asteroid Base. Ja, nur die. Das ist nix. Nö. Okay. Der ist die Antenne jetzt auch hochgestellt. Weil ich sehe auch noch meine Mining-Plattform, die hat nämlich auch noch eine Antenne. Die steht noch am Erz. Eisenerz muss ich endlich nochmal leer räumen, damit ich sie wieder weg tun kann. Ich glaube, ich muss die Mining-Plattform doch mal noch auf den Hydrogen umstellen. Ach, ein hübsches kleines Schiffchen. Hm. Sprungantrieb, Solarzellen. Kann eigentlich alles ja. Bis auf Sachen produzieren. Also es hat keine Raffinerie drin, das war zu groß. Ja, Raffinerie ist riesig. Du hast aber ein Survival Kit und ja. Damit könntest du, oder hast du im Endeffekt die Basis, um irgendwo eine neue Station oder sowas zu bauen. Ja. Ja, genau. Eisprodukt, also Sauerstoffproduktion hat es auch.
Wir müssten hier drin sogar Atmosphäre haben jetzt, oder? Wenn du mal guckst, guck mal nach links, ist die Anzeige grün von dem Vent? Moment, gerade eine Außenansicht. Wo ist das? Links von dir. Links hier. Links. Nee, das ist gerade so außer Sichtreich, weil ich die Anzeigen nicht sehe. Ja, Atmosphäre hier drin, alles gut. Gut, gut. Ich meine, ich sehe das Vent, aber gerade so nicht die Anzeigen. Ja. Ja, weiter rum kann ich mich nicht drehen. Ich hätte wahrscheinlich, naja, genau. Von der Außenansicht durchs Cockpit schauen, dann sehe ich es auch grün. So, 20 Kilometer höher, 10 Kilometer noch ungefähr bis zur Asteroidenbasis. Hast du da einen Undock-Port, wo ich mich drauf rupfen kann? Oder soll ich mich an, den Asteroiden flanschen? Dann kann ich auch machen. Doch, oben drauf kannst du dich da anpacken. Der oben ist frei. Da war mein Transportschiff drauf. Ja, das ist ein Unfall mit dem Solaranlage. Kann ich auch auf den Asteroiden flanschen, dann blockiere ich den Einlass da nicht. Nur, der ist momentan eher nicht in Benutzung. Von daher ist er nicht im Weg. Der ist momentan unbenutzt. So, 98% Wasserstoff hat er noch. Reicht. Jo. Hast du einen Generator drin? Oder? Ja, wahrscheinlich produziert er auch gleichzeitig noch nach. Ja, wahrscheinlich bloß nicht schnell genug, damit es auf 100 ist. Ja. Habe ich noch Eis drin? 20 Karatom. Ah ja, so schnell ist es sich da nicht nach. Nicht leer. Nicht wundern, da ist keine Solaranlage mehr oben drauf, wenn du gleich hochkommst. Hast du die Station oben ein bisschen schwieriger. Hast du einen Reaktor drin, oder was? Ja, der war schon von Anfang an. Die Solaranlage hat einen kleinen Arbeitsunfall hinter sich gehabt. Kommen hier Piraten vorbei manchmal? Nö, kein einziger bisher. Da ist der Eingang. Jetzt sieht man die Station. Kann ich da reinfliegen? Nee, da ist noch keine Plattform. Also, da kannst du nirgends landen. Nur der Eingang steht schon mal. Da ist die Enterprise. Die ja, macht komische Sachen. Komische Überschläge, ich wollte gerade sagen, ich traue mich gerade gar nicht. Ja. Vorsicht, vielleicht fliegt gerade kurz vorbei. Also bitte nicht geradeaus fliegen jetzt. War das da unten ein Hangar? Ja. Kannst du auch von der Basis oben runter in den Hangar. Das ist ein großes Loch runtergebohrt. So, hier an den kann ich dran, ja? An diesen. An den oberen, ja. Okay. Genau. Der ist frei. Nur die in der Seite sind in aktuellen Benutzung. Ach, eigentlich kann ich mich auch hier auf den Asteroiden stellen. Aber wie gesagt, dann blockiere ich das nicht. Wie gesagt, ist eh nicht in Benutzung, von daher ja, aber vielleicht ist da nichts blockiert. Vielleicht komme ich mit meinem kleinen nochmal vorbei und will dann da. Ah, okay. Musst du wissen. So, warte mal. Wichtig ist nur, dass ein Landefuß angedockt ist. Hilfe! Ich würde sagen, okay. So. Jo, sind beide sogar angedockt, also das sollte sicher genug sein. Ja.
Engines aus. Dort kann ich jetzt aufstehen. Jo. Sitz lasse ich drin. Schwupski. Feini. Ganz kurz überlegen, vielleicht sollte ich meinen Helm wieder zumachen. Sollte immer noch zu. Vorne vielleicht noch eine Schleuse bauen oder so. Na, da ist ja eine Schleuse. Also eine. Achso, okay. Ich hatte nicht die zweite Tür hinten dran gesehen. So, jetzt hat er hier wieder. Sehr cool. Juhu! So, das wird also unsere Weltraumbasis hier, ja? Jo. Dann wollen wir uns die mal, wenn wir schon mal hier oben sind, gucken wir uns die auch gleich an. Wo geht's runter? Hast du das gesagt? Man kann viel von hier oben auch runter. Da ist eine Treppe an der Seite, wo das Bohrschiff ist. Ja. Und da geht's der Eingang hier. Okay. Toll. Und da bist du vorher auch gespawnt. Ah ja, das da oben ist alles provisorisch. Alles provisorisch. Da richtig anfangen, tut's erst ganz da unten den Schacht runter. Wobei, jetzt bin ich schon eins zu weit. Hier. Gut. Hier, wo ich bin? Ja, ja. Da ist der erste Raum. Bin ich falsch? Da ist der hier? Erste Raum. Nee, oder? Ich überlege gerade, wo du bist. Hier, ein Stück weiter oben. Ja, hier bohrst du schon Eis raus. Hier habe ich schon rausgebohrt, ja. Hier, das ist. Jetzt bist du schon wieder zu weit oben. Nee, ich bin ja bei dir. Ach nee, das ist Sinus. Okay, warte mal. Etwas weiter runter musste. Wo willst du? Der Schacht war schon richtig, aber im Schacht drin. Jetzt zur Seite gucken. Warte mal. Da. Okay. Da. Ja, genau. Alles, da ist die ganze Reaktor- und Batterieanlage drin. Ich sehe. Cool. Kannst du einmal drin rumlaufen. Da sind nämlich noch mehr Batterien hinten dran. Cool. Und die Batterien sind alle nur auf Reserve gestellt. Nur wenn. Also ich habe hier nämlich hier einen Kontrollblock und der kontrolliert, wenn die Reaktoren auf über 20%, glaube ich, sind, dann schalten sich die Batterien ein. Hm. Ansonsten sind sie nur auf Bereitschaft gestellt. Toll. Und dann gibt es noch eine Etage tiefer, es gibt nämlich noch einen Raum. Der ist schon offen. Und da. Ist alles drin, was mit Gas zu tun hat. Ein paar Tanks, ein paar Generatoren, ein paar Oxygen-Tanks. Und Generatoren natürlich hier. Klar. Die ganzen Asteroiden erhöht hier. Nur so ungefähr. Ich lass mich mal weiter runterfallen. Nur mal so zum Gucken. Wenn man ganz runter geht, kommt dann die eigentliche Höhle. Ja. Die Bad-Höhle. Das ist dann auch der Eingang und so, schön beleuchtet. Ist ja schon krass. Warte mal. Schön beleuchtet. Das wäre geil, wenn sie diese Felder hätten, die quasi eine Atmosphäre einschließen, wie in Star Trek oder so, ne? Ja, das wäre cool. Könnte man als Mod noch hinzufügen, aber. Aber hier Atmosphäre zu machen, musst du halt alles mit Blöcken zumachen. Ja. Aber es sieht cool aus. Sind nicht luftdicht. Der Eingang sieht cool aus. Und das sind halt jetzt alles. Also dieses ganze Loch war schon eher schön vorhanden. Ja. Die Antenne habe ich vorhin dran gepappt. Ja, ich sehe ja gerade. Das ist Beton, oder was? Ja. Sieht ein Betonskin ist das nur einfach nur. Sieht schon cool aus. Sieht aus wie das bitte, als würde es dir zugehören. Ich habe das extra so eingefärbt, damit es möglichst wie die Steine ringsrum aussieht, ja. Die Bad-Höhle. Ah ja, ein Feuerwerksstückchen. Und hier, ja, das sieht. Den hatte ich vorher montiert, um auf mich aufmerksam zu machen. Das sieht übrigens auch sehr geil aus, hier, dieser Kontrollraum hier oben. Ja, da kommt man hier seitlich rein, hier. Im Ding hier, hier oben. Also im Seitengang, wo du gerade eben runterkamst, ja, dem Riesenloch hier, muss ich jetzt erstmal finden, ja. Ist hier seitlich das Loch drin. Hier geht's dann rein. Also jetzt habe ich noch nicht fertig gebaut, aber jetzt habe ich zwei Bauwerke, die ich im Auge behalten muss. Das Ding hier und The Hive von Direx. Das sieht auch total cool aus hier, muss ich sagen.
Da kannst du richtig schön reingucken in den Hangar. Ja. Den Haifen müsstest du dir nochmal angucken, Licht. Dann ist wieder genau. Völlig anders geworden. Noch ein paar Lichter rein und dann sieht das hier richtig stylisch aus. Geil. Ja, denn der Hangar muss halt noch erst richtig gebaut werden. Es ist nur der Eingang und die Brücke hier. Ja. Wobei ich noch nicht weiß, ob das eine Brücke wird oder nur ein Aussichtspunkt. Mal gucken. Also, weiß ich noch nicht Memo genau, was für ich mich, mache. The Hive besuchen, das Ding hier besuchen und unten die Kartbahn bauen und ein Kart bauen. Okay, ich hab was zu tun. Krassomat. Geil. Eingang ist ein bisschen von Elite Dangerous inspiriert. Nee, hast du super gemacht, gefällt mir. Richtig geil. Wie gesagt, die ganze Anlage hier oben, die ist alles nur provisorisch. Sehe ich nichts mehr, warum nicht? Schau. Und die ganze Anlage hier oben, die hatte ich eigentlich gebaut, bevor ich wusste, dass wenn ich einen Schacht geradeaus runterbohre, dass ich in dem Loch rauskomme. Na schau, das war also Glück, mehr oder weniger. Ja, genau. Hättest du das Loch vorher gesehen, hättest du direkt reingebaut, ne? Vielleicht, ja. Wer weiß. Möglich. Das hier. Um Platz zu sparen. Auf jeden Fall. Das ist total unscheinbar von außen. Da denkst du, ist ja nur eine Plattform. Und dann gehst du unten rein, hat eine riesige Höhle ausgehoben. Yep. Wenn du nicht gerade zufällig an dem Loch vorbeifliegst. Nein, in dem Loch soll übrigens dann auch noch ein Aufzug rein. Natürlich. Da muss ich noch gucken, welche Art von Aufzug da am besten funktioniert. Krass. Gefällt mir. Was übrigens auch nicht auffällt, die untere Plattform im Eingang ist nicht dasselbe Grid wie das hier oben. Kriegt aber trotzdem von beiden Strom. Okay. Die hast du aber auch interessant geparkt, die Enterprise da hinten. Mach er da. Magnetblock unten dran. Naja, warum nicht? Ja. Wichtig nur, dass er nicht unbedingt im Weg steht, aber da geht's. Warte, ich pack's um. Nö, das kannst du lassen, da fliege ich nie lang. Da fliege ich nie lang. Ja, weil es der höchste Punkt ist. Ich fliege immer rechts lang oder links lang. Weil es da näher ist. Oben drüber ist ein Umweg. Also steht eigentlich perfekt. Außer Sinus will natürlich unbedingt im Weg stehen. Dann muss er umparken. Was richtet denn da? Wo bist du? In meinem Schiff. Bist du unten drin? Da hat achso, einer, da sind noch Leuchtpaneele dran. Leuchtpaneele? Na, so eine Leuchtecken. So eine Neonröhren. So, pass auf jetzt hier. Malmung, jetzt kommt der. Was? Jetzt geht's los hier. Bist du bereit, Malmung? Für was? Du wirst es gleich sehen. Achtung, geht los. Okay, ich halt mal lieber Abstand. Er fährt den Rüssel aus. Ach so. Oh je. Ja, da das sieht überhaupt nicht zweideutig aus. Nein, nein. Das ist ein Eidriss. Hui. Ja. Ein Rüsselchen, ein Tankrüssel. Ja, fahren wir ihn wieder ein. Ja, wie viele Blöcke sind das, glaube ich? 10 beim Großen, beim Kleinen sind es dann 5 davon. Also 4 Blöcke halt. Aber immerhin. So, naja, wie gesagt, das Ding kann alles außer erweiterte Materialien produzieren. Das kann es halt nicht. Auch sonst immerhin, ja. Funktioniert. So, was baue ich denn als erstes? Bitte? Ich habe gedacht, wir haben 2 Gravity-Generatoren drin.
Aber das Ende ist ja Reaktor. Ist das da oben drauf? So versteckt ist. Ja. Ich weiß auch nicht, wofür das Ding hier einen Gravity Generator hat, aber mein Gott. Halt du hast auch einen Fallschirm. Ja, das, ich würde es ja gerne mal ausprobieren. Ich frage mich, ob die drei Fallschirme, ob die das Schiff hier halten können. Ich bin mir da nicht so sicher. Drei? Ja, da sind so drei Fallschirme drin. Es kann sein, dass die versteckt sind irgendwo drunter. Ne, die sind hier vor, genau zwischen den vier Solarzellen. Da ist, da ist die Fallschirmluke. Ja, die drei, das sind sozusagen die Ladungen. Ja, also jetzt ist die Frage, kann so ein Fallschirm das Schiff halten? Nee, oder? Es kommt drauf an, wie schwer das ist, ja. Naja, im Moment. Also halt schwer nicht, und wie viele. Also man fällt halt immer, aber die, wie viele, im also Moment, wie langsam das fällt, hängt davon ab, wie viele Fallschirme man halt. Im Moment sind es 400 Tonnen. Knapp 400 Tonnen. Ist halt die Frage, wie viel du angebaut hast. Weil das Schiff im ursprünglichen Zustand, bevor es umgebaut hast, hatte 300, war halt darauf ausgelegt, dass die Fallschirme reichen. Na, es hat, vorher hat es 300 Tonnen gewogen, jetzt 400, wobei das aber hauptsächlich daran liegt, dass ich so viel Krempel eingelagert habe. Also ich habe Eis mitgenommen und allen möglichen anderen Klippen. Mhm. Na gut, Lärm könnte es dann durchaus sein, dass es reicht, ja. Zur Not. Ansonsten halt zur Not nochmal zwei einbauen. Wichtig ist, dass man sie halt gut anbringt, weil wenn du sie zum Beispiel nur vorne anbringst, dann hängt dein Hintern nach unten. Ja. Gehalter ist ja gut aufgehoben. So, was Mike als erstes? Ein Kart bauen oder die Bahn bauen? Ich glaube, die Bahn. Übrigens, kleine Idee noch.